Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute beim Skiderweiher in Hinterstoder. Diesmal aber nicht im Sommer, sondern im Winter. Heute geht es um 5 Tipps, Ratschläge für Anfänger und das speziell für die Landschaftsfotografie. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! Beginnen mit Landschaftsfotografie und wisst nicht, welche Kamera ihr kaufen sollt, da habe ich folgenden Vorschlag. Zuerst legt ihr einmal fest, wie viel Geld ihr für eure Kamera ausgeben wollt. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann recherchiert einfach im Internet, welche Kameras zu diesem Preis eigentlich erhältlich sind. Und wenn ihr so durch die Gegend surft, ihr könnt auch Reviews anschauen, etwa bei YouTube, dann werdet ihr circa 4 Kameras finden, die praktisch preislich passen und die euch einigermaßen zusagen. Und dann aber nicht eine wählen und bestellen, sondern geht am besten am nächsten Tag zum Fotohändler, notiert euch die Kameras, entweder am Smartphone oder auf einen Zettel Papier, ist doch vollkommen egal. Lasst euch einmal diese Kameras zeigen und vorführen. Ihr solltet die Kamera in die Hand nehmen, mit ihr spielen, durchs Menü zappen und euch beraten lassen. Dann werdet ihr bauchgefühlsmäßig wahrscheinlich 1 bis 2 Kameras bevorzugen. Dann würde ich aber an diesem Tag die Kamera noch nicht kaufen, schlaft 1, 2 Nächte drüber, geht wieder zum Fotoladen und dann bin ich mir sicher, dass ihr die richtige Kamera gewählt habt. Die richtige Kamera ist diejenige, wo man im Bauch fühlt, ein Bauchgefühl hat und sagt, damit fühle ich mich wohl. Wenn man sich wohl fühlt, macht man auch die besseren Fotos. Bei der Wahl der Kamera sollte nicht entscheidend sein, wie groß der Sensor ist. Ob das jetzt ein Vollformat-Sensor, ein APS-C-Sensor oder ein Micro Four Third-Sensor ist vollkommen egal. Man kann mit jeder Kamera tolle Fotos machen. Jetzt habt ihr eine Kamera gewählt, jetzt braucht ihr natürlich auch ein Objektiv. Da gibt es diesen alten Mythos, dieses Gerücht, kauft niemals eine Kitlinse, die ist immer schlecht. Das stimmt überhaupt nicht. Heute gibt es schon Kitlinsen, die wirklich eine brillante Qualität haben. Ich denke etwa an das Panasonic 12 bis 60 mm oder auch die Kitlinse von Fuji, das 18 bis 55 und das kostet immerhin, wenn man es separat kauft, fast 700 Euro. Wenn man mit der Fotografie beginnt, kann ich auch raten, unbedingt eine Festbrennweite zu kaufen, nämlich eine Festbrennweite mit 50 mm. Diese 50 mm Linsen sind zumeist sehr, sehr lichtstark. Sie haben eine Lichtstärke beispielsweise von 1,8. Mit 1,8 könnt ihr wunderbar Objekte freistellen, das heißt, man bekommt ein tolles Bouquet, das heißt einen unscharfen Hintergrund und zudem sind diese Linsen relativ günstig. Man zahlt vielleicht 150 bis 300 Euro und hat wirklich ein Top-Objektiv. Diese Linsen müssen nämlich nicht so aufwendig gefertigt werden und daher sind sie auch relativ billig zu haben. Billig heißt aber nicht billig im Sinne von Qualität, sondern im Sinne von günstig. Wenn ihr ein 50 mm Objektiv dann besitzt, dann lernt ihr, was eigentlich lichtstark heißt und was eine offene Blende bedeutet. Da kann man wirklich herrlich mit der Blende spielen und die Objekte, wie gesagt, super freistellen. Der dritte Ratschlag, den ich habe, wenn ihr eine Kamera mal habt, gebt sie nicht sofort her. Fotografiert mit ihr 2, 3, 4 bis 5 Jahre. Heutzutage sind die Kameras schon so gut, dass die Qualität wirklich für die nächsten Jahre reicht. Und es ist gleich wie in einer Beziehung. Wenn ihr mal eine Kamera besitzt, müsst ihr sie einfach näher kennenlernen, um zu wissen, wie sie funktioniert unter den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen, wie sie reagiert, wenn ihr in Serie schießt, wie sie über Kälte reagiert, wie sie bei Wärme reagiert und welche Objektive am besten zu ihr passen und womit ihr einfach am besten zusammenkommt.
Tipp Ratschlag Nummer 4, den ich für euch habe, kauft euch ein stabiles Stativ. Ein Stativ ist in der Landschaftsfotografie unerlässlich, vor allem dann, wenn ihr Langzeitbelichtungen machen wollt. Das heißt, ihr könnt mit einer langen Belichtungszeit das Wasser so richtig sanft zeichnen, einen träumerischen Look reinbringen. Und das geht natürlich nur mit einem Stativ, da er von der Hand aus verwackelt. Zudem hat ein Stativ noch weitere Vorteile. Ein Stativ regt an, bewusst zu fotografieren, sich Zeit nehmen für die Fotografie, die Bildkomposition genau zu überlegen und genau zu sehen, was will ich jetzt im Bild haben, was nicht. Das heißt, mit einem Stativ denkt man mehr nach und wird einfach kreativer. Das ist zumindest meine Meinung. Und wenn ihr jetzt ein Stativ kauft, sollte es auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, stabil sein. Je instabiler ein Stativ ist, desto weniger nützlich ist es für euch. Das heißt, es sollte nicht verwackeln und darum muss es einfach einen festen Stand haben. Und zudem muss es auch einiges aushalten. Stellt euch vor, ihr steht beispielsweise in einem Bachlauf und wollt hier fotografieren. Und wenn ein Stativ nicht stabil genug ist, kann es sein, dass das Stativ umfällt und damit auch die Kamera kaputt wird. Und darum spart auch nicht beim Stativ. Kauft nicht das Stativ um 30 Euro. Es muss kein sauteures Objektiv sein. Aber ich sage einmal, 200 Euro sollte man schon ausgeben und danach trachten, dass es wirklich stabil ist. Der letzte und fünfte Tipp-Ratschlag, den ich für euch habe, ist ein ganz einfacher. Die Bilder kommen nicht zu euch ins Wohnzimmer. Das heißt, ihr müsst einfach rausgehen in die Natur. Und was vorteilhaft ist, ist, dass ihr dann rausgeht, wenn die Lichtstimmung gut ist. Das ist zumeist in der Früh oder am Abend, vor allem dann, wenn die anderen Personen noch schlafen. Und es ist immer gut, wenn ihr als Erster am Spot seid und hier die wunderbare Natur als Erster genießen könnt und als Erster nämlich tolle Fotos machen könnt. Eines darf man nicht vergessen, das Wichtigste und das Ein und Alles in der Fotografie ist Licht. Und wenn das Licht nicht passt, dann wird auch das Foto nichts werden. In diesem Sinne, überwindet euren Schweinehund, steht um 4 in der Früh auf, dann macht ihr die Fotos, die ein anderer nicht macht. Ich habe heute den inneren Schweinehund nicht überwunden, sondern bin hier angekommen beim Schiederweiher um die Mittagszeit. Aber ich hoffe, dass jetzt bald, es ist ungefähr 3 Uhr, um 4, 5 wird es finster und vielleicht gibt es dann noch eine tolle Lichtstimmung, die ich einfangen kann. Jetzt habe ich hier meine Fototour hier in Hinterstoder beim Schiederweiher beendet und werde wieder die Heimreise antreten. Ich hoffe, meine 5 Tipps, Ratschläge haben euch weitergeholfen, vor allem dann, wenn ihr wirklich einsteigen wollt in die Fotografie, speziell in die Landschaftsfotografie. Ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Auch ein Like würde mir gefallen, das hilft dem Algorithmus und meinem Kanal weiterzukommen. Ciao, Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.